Ist es der Duft? Sind es die Blütenfarben? Heuer ist ein Rosenjahr ohnegleichen. Nach dem langen, kühlen Frühling ist die Rosenblüte heuer besonders üppig ausgefallen. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wir kümmern uns heute um die Rosen und auch um die Begleitpflanzen. Und das gibt's noch bei uns. Wir besuchen einen Garten mit besonders kreativen handwerklichen Details. Karl zeigt uns, wie man die Clematis wunderbar erblühen lässt, wie man den idealen Brutplatz für Wildbienen baut. Das lehren uns die GärtnerInnen der Gärten Tulln. Und Uschi verrät uns, wie man aus Lavendel eine wunderbare Waschpaste zaubert. Ein kleines, aber feines Rosarium im oberösterreichischen Fraham bei Everding ist eine Pilgerstätte für alle Rosenliebhaber. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte von der Besitzerin dort. Sie hat eine Rose, nämlich Bobby James. Und diese Bobby James erklimmt die Hauswand. Und wenn die Besucher kommen, dann heißt es nicht Grüß Gott, sondern ein Wahnsinn. Das ist nämlich die Bobby James. Sie ist so üppig in der Blüte, dass derjenige, der sie zum ersten Mal sieht, völlig überrascht ist. Und da hat man gar nicht Zeit zum Grüß Gott sagen, sondern nur ein Wahnsinn. Remblerrosen haben eine ungeheure Wuchskraft und vor allem natürlich auch viele, viele Blüten und so wie die Bobby James offene Blüten, die für Bienen interessant sind und einen zarten Duft. Ich lade Sie nun ein ins niederösterreichische Mostviertel. Wir besuchen dort einen Garten, wo es nicht nur herrliche Pflanzen gibt, sondern wo der Besitzer mit seinem handwerklichen Geschick Redewendungen darstellt. Lügen haben kurze Beine oder im Gänsemarsch sind dort zu bewundern. Im westlichen Teil des Mostviertels, genau in St. Peter in der Au, genießt ein besonders kreatives Ehepaar seinen besonderen Garten. Also ich bin die Uschi aus St. Peter und sitze da in meinem schönen Garten. Du? Ich bin der Horst Latzelsberger, das ist meine Frau. Und ich bin glücklich und zufrieden. Na, hab ich ja. Auf diesen rund 1600 Quadratmeter Garten samt Teich lässt es sich auch ganz gut und zufrieden leben. Der Garten ist 1994 entstanden mit dem Schwimmteich. Eigentlich eine Notlösung, weil wir punkto Arbeit nie auf einen See oder was gekommen sind. Und dass wir auch zum Schwimmen mit unseren Kindern und Enkelkindern. So hat mein Gatte den Teich und die Hütte gemacht. So ein großer Traumgarten braucht viel Pflege. Wer von euch macht denn das? Horst Lassersberger, das bin ich. Und die Uschi. Na, ich hab mir gedacht, ich liege nur im Liegestuhl. Ja, aber sie muss arbeiten. Ja. Mein Mann macht die groben Arbeiten und die Verschönerungen. Das Kleinere macht dann die fleißige Biene. Und das war ich. Und mein Mann ist der Künstler. Und der Rosenmäher. Und sonst zwar gar nichts. Na, Roschi, ich bin schon der Rosenmäher. Ja, ey, das ist die einzige Gartenarbeit, was du verrichtest. Und Gerschen. Gerschen muss ich auch. Nebst der wunderschönen Blütenpracht und dem herrlichen Badeteich zieren lauter handgemachte Unikate dieses Gartenparadies. Mein Hobby ist ein schönes Hobby. Ich tue Kupfer treiben. Nicht? Und da mache ich halt so Redewendungen. Nicht? Und die habe ich da im Garten ausgestellt. Jedes Kupferteil, was ich getrieben habe, ist für mich hochinteressant. Ist was Schönes, dass ich das zusammenbringe. Das ist es. Der Hahn im Korb. Er ist sehr fantasievoll, mein Mann. Und wenn du den ein Stück Metall gegeben hast, hat er irgendwas gemacht draus. Und so ist das halt immer weitergegangen. Ja, das ist der Gänsemarsch. Ich war mal beim Bundesheer und da haben der Offizier gesagt, im Gänseschrittmarsch. Jetzt habe ich das wirklich mit Gänse gemacht. Der Gänseschrittmarsch. Und was ist das? Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und wer kräht hier? Der Wasserhahn, ja. Dann habe ich die zwei da zusammengestellt und ich glaube, das passt.
nicht nur Sprichwörter, sondern auch so manche Botschaft an seine Ehefrau Uschi versteckt Horst in seiner Kunst. Zugvögel habe ich gemacht, weil sie so viel animiert in Urlaub gefahren ist. Da sagt man ein Zugvogel. Ne? Und ich war daheim allein. Ne? Dann ist wieder heimgekommen. Ich war froh. Ja, und hat mir vor die Tür das gebrochene Herz gestellt. Diese Wunde ist aber mittlerweile verheilt. Für Horst vereint sich in seinem Garten alles, was ihn glücklich macht. Garten ist ein schönes Leben. Es beruhigt. Streiten kann man auch. Und das hält sowohl Uschi und Horst als auch deren Liebe jung. Du bist rot, wenn der Mann zu dir sagt, du bist wunderschön und dir Rosen schenkt. Drum nimm das alles noch nicht so schwer. Denke stets daran, mit 70 fängt das Leben erst an. Na, super. Die Clematis als Rankgehölz zum Begrünen von Zäunen, Wänden oder Gabionen. Hier auf der Gartentulln findet man viele Ideen für die Gartengestaltung. Waldreben oder Clematis, wie sie botanisch heißen, sind zum Beispiel ideale Begleitpflanzen für Rosen. Wenn die Remblerrose verblüht ist, dann kommen die Blüten der Clematis. Da muss man es farblich abstimmen, denn oft sind die letzten Rosenblüten noch zu sehen und schon die ersten Clematisblüten. Es gibt drei große Gruppen von Clematis. Einmal die frühjahrsblühenden Clematis, Clematis montana, Clematis alpina. Die werden de facto nicht geschnitten, weil sie auf den alten Trieben blühen. Dann kommen die sommerblühenden Clematis, die jetzt gemeinsam mit den Rosen dann zu blühen beginnen. Die werden übrigens jedes Jahr etwa um die Hälfte zurückgeschnitten, weil sie sowohl auf den alten als auch auf den neuen Trieben blühen. Und dann gibt es die herbstblühenden Clematis, die ich besonders schätze. Clematis tangutica zum Beispiel mit den gelben Blüten. Die werden jedes Jahr ganz kräftig zurückgeschnitten auf 20-30 cm, denn die blühen nur auf den neuen Trieben, die sich bilden. Bei den Clematis ist ganz, ganz wichtig, dass man sie richtig pflanzt. Und das kann man natürlich nicht nur im Garten draußen, sondern auch auf der Terrasse. Wenn auch so ein Topf nur für einige Jahre für die Clematis quasi die neue Heimat ist. Als Erde verwendet man eine humose Gartenerde. Wir haben hier torffreie Erde. Vermischt mit Kompost und ein bisschen Tongranulat, man kann Split hineinmischen, ein bisschen an Sand. Und wenn man so eine Clematis setzt, dann gibt es einen Trick. Und zwar, der Wurzelstock kommt flach in die Erde. Warum? Die Clematis leidet unter der sogenannten Clematis-Welke. Das ist eine ganz, ganz gemeine Krankheit, denn die kommt von den Wurzeln direkt in die Triebe hinauf und bringt diese Triebe zum Welken und zum Absterben. Es gibt aber einen Trick, wie man das umgeht und die Pflanze retten kann, und zwar beim Pflanzen. Man pflanzt den Wurzelstock ganz flach und die ersten 30 cm in die Erde hineingraben. Überall dort, wo ein Blatt ist, bildet sich eine Wurzel und ein neuer Trieb. Bekommt jetzt einer dieser Triebe diese Welke, fällt es gar nicht auf, weil die anderen quasi als Ersatz da sind. So. Die Clematis liegt jetzt flach im Boden. Die ersten 30 cm der Triebe kommen unter die Erde. Und das passiert zum Beispiel auch, wenn man es in ein Pflanzgefäß setzt. Clematis sind ja ursprünglich Waldrandbewohner. Das heißt, der Wurzelstock sollte immer im Schatten sein. Und daher werden wir dann später nicht nur ein Rankgerüst aufstellen, damit die Pflanze irgendwo hochwachsen kann. Das ist jetzt symbolisch, weil das wird normalerweise eine Clematis bis zu 3 Meter hoch. Und zum Abdecken verwendet man dann zum Beispiel Tonscherben, Holz, Bretter. Das ist das, was schützt. Im Freien draußen, im Garten, kann man zum Beispiel auch Gehölze hinsetzen, aber immer mit ein bisschen Abstand, dass der Wurzeldruck gegenüber der Clematis nicht so hoch ist. Also wie gesagt, Tonscherben oder Holzbretter als Schutz, gut feucht halten, aber nicht zu nass. Und dann wird die Clematis ziemlich stark wachsen und das ganze Jahr über blühen. Und attraktiv sind diese Waldreben vor allem nicht nur durch die Blüten, sondern auch durch die Samenstände. Auch die sind sehr dekorativ.
Gärten sind voller Erlebnis, nicht nur wegen der Pflanzen, sondern vor allem wegen der Tiere. Hier auf der Garten Tulln sieht man zum Beispiel viele Möglichkeiten, wie man Nistkästen und Nistbereiche für Insekten schafft. Die Gärtnerinnen und Gärtner auf der Garten Tulln, Julia und Paul, bauen jetzt eine Lehmstampfwand. Das ist ein Nützlingsquartier für Wildbienen. So eine naturbelassene Blumenwiese ist Heimat und Futterquelle für unzählige Nützlinge. Allerdings findet man solche Wiesen immer seltener. Deshalb ist es wichtig, dass wir Naturgärtner da Abhilfe schaffen und neben den bekannten Nützlingshotels auch für weitere Wildbienen zusätzlichen Brutplatz schaffen. Zum Beispiel in Form einer gestampften Lehmwand. Die muss nicht sonderlich hoch, sollte aber 30 bis 40 cm dick sein. Wir verwenden hier nicht mehr gebrauchte Holzpaletten als Schalung, die nun mit einem Fundament befüllt wird. Und zwar aus mehreren Reihen flacher Steine in der Art einer Trockensteinmauer, damit aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser der gestampften Lehmwand nicht zusetzen können. Dann braucht es natürlich Lehm. Der darf beim Bau nur erdfeucht sein. Ist er zu nass, verformt sich die Wand und wird nach dem Trocknen zu hart. Ist er aber zu trocken, zerbröselt die Wand nach dem Ausschalen. Also testweise einen Lehmknödel formen, um die Konsistenz zu prüfen. Und dann wird verdichtet, nämlich gestampft. Diese Arbeitsschritte werden 2 bis 3 Mal wiederholt, um die Schalung bis knapp unter die Oberkante zu befüllen. Dann werden 2 Holzstaffel aufgelegt, die Zwischenräume weiter aufgefüllt und schließlich die Schalung entfernt. Da ist immer ein bisschen Spannung dabei, ob's auch wirklich hält. Aber es passt. Die unteren Kanten können durch das Stampfen unregelmäßig ausfallen. Wem das nicht gefällt, der kann die Kanten natürlich noch mit einem Draht gerade nachziehen. Man kann dann Teile der Schalung als Dach verwenden. Dabei braucht man ein Gefälle und genügend seitlichen Überstand. Eine Schilfmatte, in mehreren Lagen ausgerollt, bietet so natürlichen Schutz vor einsickerndem Wasser. Zum Abschluss werden noch einige Löcher mit 2 bis 9 mm Durchmesser gebohrt, um den Wildbienen den baldigen Einzug schmackhaft zu machen. Je tiefer die Löcher sind, desto mehr Brutplätze stehen den Wildbienen zur Verfügung. Et voilà, die Lehmwand ist fertig. Summende Bienen, gaukelnde Schmetterlinge, es ist schon faszinierend, die Natur zu beobachten. Bernd Lötsch, der ehemalige langjährige Direktor des Naturhistorischen Museums, hat einmal einen interessanten Vergleich gebracht. Er hat die Erde mit einem großen Flugzeug verglichen. So ein Flugzeug besteht aus Millionen von Nieten. Fehlt eine Niete, wird nicht viel passieren. Fehlt die zweite, wahrscheinlich auch nicht. Aber niemand weiß, wann welche Niete wegfallen muss, um das Flugzeug zum Absturz zu bringen. Und genauso ist es mit unserer Erde. Sie besteht aus einem ökologischen System mit Millionen von Arten und immer wieder stirbt eine Art aus, aber niemand weiß, wann welche Art aussterben muss, um das ganze Ökosystem zusammenbrechen zu lassen. Vielleicht eine Idee und ein Gedanke vor der beginnenden Urlaubszeit. Apropos Urlaub, der Duft von Lavendel, das ist für mich Frankreich, das ist für mich Provence. Die Uschi zaubert jetzt aus dem Lavendel eine Paste. In der pannonischen Steppe rund um den Neusiedlersee, da wogt das blaue Lavendelmeer. Die Lavendelblüte und auch die Ernte ist noch voll im Gang und produziert eine Duftwolke nach der anderen. Einfach herrlich. Und hin und wieder, da mache ich auch ein kleines Geschenk und dann schneide ich schon ein paar an. Zum Beispiel habe ich da schon ein paar vorbereitet, nämlich so ein Lavendelbesel geht total schnell. Ich zeige es Ihnen. Und es ist eine schöne Alternative zu einem großen Blumenstrauß zum Beispiel.
ein kleines Asterl, können Sie auch ein altes nehmen, vielleicht hinten vom Komposthaufen. Dann legen Sie die Lavendelblüten im Büschel und wenn es zu wenig sind, wenn Sie auch nicht so gerne die Blüten abschneiden, dann nehmen Sie das Kraut einfach auch dazu. Selbstverständlich können Sie auch andere Pflanzen dazu nehmen, am besten solche, die auch lange halten und die dann später auch sich gut trocknen lassen. So, ich mache das jetzt für Sie ein bisschen flotter. Einfach rund um ein Ende dieses kleinen Ästchens legen, dass das gut verdeckt ist. Dann nehmen Sie einfach ein Stück Draht. Das hält dann gut, wenn der Lavendel auch schon getrocknet ist. Dann zwicke ich da unten das weg, sonst sieht man nämlich vom Besenstiel nichts. So. Und damit es noch ein bisschen hübscher ausschaut, haben Sie dann ein passendes Band. Das geben Sie da herum. Und das Besel ist fertig und duftet auch noch, wenn es getrocknet ist, über dem Schreibtisch, im Auto oder im Schlafzimmer. Für meinen Schlafguttee, den ich sehr gern auch mit Rosenblüten mische, sehr beruhigend. Für den Raumduft, für den Sirup, für Schlafgutlöffel. Das sind Lavendelblüten mit Honig, Körperstempel und Kissen verwende ich am allerliebsten getrocknete Blüten. Und die habe ich vom Duftbauern oder aus der Apotheke. Die getrockneten Lavendelblüten, die kommen auch in meine Gärtnerwaschpaste. Da liebe ich ja nicht nur das Ergebnis ohne Konservierungsmittel und eine ganze Gärtnersaison lang haltbar, sondern auch die Herstellung, denn da duftet es herrlich. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, nämlich etwa 100 Gramm Kernseife, das ist ein Stück Seife, da sehen Sie die Flocken und die habe ich aber schon mit destilliertem Wasser hier vorsichtig am Ofen erwärmt und das ist jetzt schon flüssig. Wenn Sie so Pasten zum Waschen oder auch Salben zubereiten, ist es immer gut, mit sauberen Glasbehältern, sterilen Emailbehältern zu arbeiten, weil das erhöht natürlich die Haltbarkeit. In diese Flüssigseife, da gebe ich jetzt hinein 10 Esslöffel etwa vom flüssigen Kokosöl. 4 Esslöffel in etwa Olivenöl und 8 Esslöffel destilliertes Wasser. So, und dann wird einmal umgerührt, damit sich das verbindet. So, ein bisschen ist es jetzt auch schon abgekühlt und jetzt gebe ich 2 Esslöffel Natron. 2 Esslöffel Heilerde und zur Unterstützung und für ein besseres Peeling das Kraut vom Lavendel. Bisschen was. Wer es feiner möchte, dann sie im Mörser ein bisschen pulverisieren. Und dann natürlich Lavendelblüte. Das darf bei mir ruhig ein bisschen mehr sein. Der Duft wird natürlich intensiver, wenn man noch ein paar Tropfen 100% rein ätherisches Lavendelöl dazu gibt und die Waschpaste wird cremig, aber fest. Wenn sie ganz ausgekühlt ist, flüssig einfach in einen Tiegel füllen und wie gesagt, dann wird sie fest und ist ein halbes Jahr lang gut haltbar. Keine andere Pflanze eignet sich aufgrund ihres lateinischen Namens. Lavare bedeutet nämlich waschen und wegen ihrer desinfizierenden Wirkung so gut für dieses Rezept, eine Waschpaste, wie der Lavendel. Meine Gärtnerhände, die freuen sich jetzt über diese Waschpaste. Die brauchen eh immer ein bisschen was. Früher hat man ja übrigens gesagt, wenn man sich hinter einem Lavendelbusch versteckt, ist man so sauber, dass einem nicht einmal Hexen sehen. Noch ist ja der Duft vom Lavendel in unserer Nase und schon ist der Duft Italiens hier. Der Duft von Rosmarin, eine Pflanze, die zum Beispiel an der Amalfiküste üppig wächst. Wir besuchen jetzt gemeinsam den Garten einer Villa in Italien mit einer richtigen italienischen Gärtnerin.
Mein Ziel ist dieses Mal Ronciglione, ein kleines Städtchen nördlich von Rom, wo ich Paola Iliori treffe. Sie ist Künstlerin, Filmemacherin, Autorin und Besitzerin des Gartens Villa Lina. Ihr Anwesen wird sehr gerne als Filmkulisse genutzt. Sogar Keira Knightley hat schon in dieser Kulisse gedreht. Paola ist ein sehr herzlicher Mensch. Sie ist eine sehr kreative Person und hat auch lange in New York gelebt. Aber schon mit 20 Jahren hat sie dieses Anwesen von ihren Vorfahren übernommen. Und ihr gehen bis heute nicht die Ideen aus, was man aus diesem Garten noch herausholen kann. Seit meiner Kindheit hat mich der Garten so viel gelehrt. Im Grunde lehrt dich die Natur am meisten. Einfach nur hinschauen und sich die Beziehung der Pflanzen untereinander anschauen. Der Garten ist für mich ein Mikrokosmos und ich sehe mich als ihr Beschützer. Die Natur ist voller Kraft, unberührt. Sie kann heilen und Wissen weitergeben. Sie ist ein natürlicher Kraftplatz. Ein absolutes Highlight für Gartenfreunde ist aber das Glashaus von Paola. Es stammt aus der Zeit um 1890. Ja, es ist ein Original und das Prinzip ist ganz einfach. Es sieht aus wie eine Schlangenhaut oder wie Fischschuppen. Jedes Glas ist mit einem kleinen Bleiriemchen verbunden und Blei rostet natürlich nicht. So hält es einfach und gut zusammen. Im Winter sind die Zitronen und die Orchideen da drinnen. Und Ende April hole ich sie raus. Paola hat ihre ganze Kindheit umgeben von Malern und Dichtern verbracht. Und ihr Garten erzählt nun ein Stück italienischer Geschichte. Katzenminze, Salbei, Spornblume. Das vermittelt schon ein bisschen das italienische Gefühl. Hier im Schaugarten Gold und Silber auf der Gartentullen. Ja, Gärten entstehen nicht von heute auf morgen, aber irgendwann beginnt der Wunsch, einen Garten anzulegen. Und Carina Walzer hat ein Buch über ihren Garten geschrieben. Ein Wunsch wird Garten. Von den ersten Ideen über die Pläne bis hin zu den Pflanzen beschreibt sie die Entstehung des Gartens und vor allem den Ausblick auf die Zukunft. Denn Gärten verändern sich immer. Ein interessantes Buch für alle, die schon einen Garten haben, aber auch die, die einen Garten planen. Informationen zur Sendung gibt es wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Sie wissen, dort können Sie auch gewinnen, und zwar Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. Gewinnfrage der Woche ist ganz einfach: Wie pflanzt man Clematis am besten, damit man die Clematis-Welke in den Griff bekommt? Viele Informationen rund ums Thema Garten gibt es auch in der monatlich erscheinenden ORF-Nachlese. Wenn Sie eine Gartenfrage haben, dann nutzen Sie unser neues Service, nämlich gartentelefon24.at. Die Gärtnerinnen und Gärtner von Natur im Garten geben dort Auskunft, um Ihr grünes Paradies noch schöner zu gestalten. Ja, das war's schon wieder für heute. Sendung 319 ist zu Ende. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln. Und dann soll ich schon. Ne, das ist ja. Läuft. So, den Tuft. Angriff da. Stecklinge. Na. Das ist ja hier. Nochmal.